Hallo, ganz ein kurzes Hallo. Ich habe nur einiges vor heute, aber ich habe auch schon früh erreicht. Ich habe gerade die Courage eingespult. Das bin ich in dem grünen Kleid und dem grünen Kopfputz. Den habe ich mir mal selber gemacht. Ja, schaut's, das ist der Drachenhelm vom Elric. So wie er beschrieben ist im ersten Buch, grün. Und das ist ein Drache, der zum Flug ansetzt. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, das schaut da gut aus und das passt halt gut zu dem grünen Kleid. Ja, ich habe die Show ungefähr ja, ein Dutzend Mal oder was durchgespult. Jetzt, eine gute Stunde später, bin ich durch. Und ich denke, es ist gut geworden. Beziehungsweise, so viel ich erkennen kann, ist da einiges an Ausbeute dabei. Und wenn irgendwas fucking da in der Produktion oder in der Bearbeitung, ich fahre da immer mit der Kugel hin und her mit dem Boy, dann kann ich es ja nochmal dran, wenn irgendwas nicht passen darf. Aber ich meine schon, dass es gut war halt. Ich habe wieder das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich reinschauen soll. Aber ich glaube, es ist da, oder? Ja, dann mache ich es auch so. Das ist nämlich da so mittig bei mir und dann kann ich da reinschauen. Ja, ich meine, es ist gut geworden. Und ich habe die Woche noch vor, die Alienfrau zu machen. Das ist die Freundschaft. Weil dann bin ich durch. Dann kann ich quasi in die Bearbeitung gehen, wenn es mein Computer mitmacht. Und wenn nicht, dann kriege ich einen Leih-Laptop. Das ist schon geregelt. Ich weiß noch nicht, ob man da irgendwas mit Bezahlung machen muss, aber ist ja eh wurscht, weil das ist ja mein Privatvergnügen quasi in dem Projekt. Also wie ich die Sachkosten ausgib, das ist egal. Also ich habe da eh schon viel mehr reingesteckt, als ich gründet. Deswegen ist wurscht. Ja. Ich habe halt nicht so viel zum Sagen, weil ihr wisst ja schon alles, was ich vorhab und was ich schon gemacht habe. Was ich heute gemacht habe, das habe ich euch gerade gesagt. Und ja, mit ein bisschen Glück fangen wir am Montag an, beziehungsweise schauen wir uns erstmal die Software an. Dann schauen wir uns den Computer an. Dann schauen wir uns den Laptop an, wenn der Computer nichts mehr ist. Das war jetzt nicht da. So ist der Plan, das ist die weitere Vorgehensweise bei mir. Das ist so ein bisschen 20er Jahre, gell? Ich habe da voll den Plan. Das könnte mit einem anderen Projekt vielleicht was werden oder ja, schauen wir mal, wann die Szene sich wiederbeleben lässt. Ich meine, das dauert nur ein bisschen jetzt. Also, wir haben schon Sachen bis in September rei abgesagt worden. Weil es eben abgesagt ist. Ja, du kannst nichts machen. Ich würde sagen, also wenn das mit den Hilfen so weit klappt, wie gedacht oder wie erhofft, dann schaffe ich es auf alle Fälle durch 2021. Und zur Dauerwelle soll das jetzt nicht verkommen. Aber ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die hofft, dass zumindest nächstes Jahr irgendwas, irgendeinen Weg da raus gibt. Ja, also die Live-Veranstaltungen, die gehen mir schon sehr ab. Vor allem mal die Leute. Und ich mache ja auch viel Auftritte, wo Kinder dabei sind. Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran und das geht mir einfach ab. Ich habe letztes Jahr im April, wie sich das alles so rauskristallisiert hat, dass das nichts wird. Ich habe wahnsinnig viel gewarnt, weil ich habe mir gedacht, die ganzen Erlebnisse, die dann Erinnerungen sind, die macht man ja nicht. Und das geht da ab. Das hast du ja im Leben dann nicht. Aber es geht ja alle so. Am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das betrifft nur mich, oder? Ich weiß nicht, da war man ein bisschen verblendet in dem Moment. Wie das alles so passiert ist, je langsam checkst du das ja eher und man wird immer vorsichtiger, vorsichtiger und immer ja, weniger Hoffnung hat man schlussendlich.
Aber jetzt durch das Projekt und ja, die Pläne, die eigentlich nur schmiede neben dem Projekt, schaut es schon wieder ganz anders aus. Das muss mal wieder was werden im echten Leben. Und so lang bin ich halt im Keller und mach was für die Zeit danach. Ja. Dann da ich mal sagen, 6 Minuten haben wir gleich. Das lade ich dann noch hoch, dann habe ich noch einiges vor heute. Ich weiß gar nicht, warum ich so beschäftigt bin. Ich habe seit März letzten Jahres fast nichts zum Tun eigentlich. Aber ich habe so viel zum Tun, das ist der Wahnsinn. Ich mache irgendwas verkehrt. Ja, euch eine gute Zeit und wir sehen uns vielleicht am Donnerstag oder Freitag wieder oder am Montag. Tschüss.